Assalamu alaikum. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine sehr verehrte Dame hier. Und ja, wir setzen also unsere Gespräche von letzten Sitzungen in Bezug auf Schöpfungsgeschichte fort. Und dabei konzentrieren wir uns vor allem also an die Umstände rund um Schöpfung des Menschen. Aber auch insgesamt, also was die Schöpfung aus der Perspektive des Korans und dann auch andere heilige Bücher uns zum Verstehen geben. Wir haben also letztes Mal also also dargestellt, dass die Schöpfung sollte man immer also als eine Schöpfung von Zuständen verstehen, also in der die Materie, aus der Materie, die Materie entwickelt sich. Aus der wird Pflanze, Tiere, aus den Tieren kommt dann also der Mensch also hervor als die. Und sobald dieser Mensch dann Geist Gottes also empfängt, dann wird dieser Mensch zum Adam. Dieser Adam hat dann andere Qualitäten, wegen dieser außerordentlichen Ereignisse, die ihm also passiert, und ab dann wird dieser Mensch, ab dann ist dieser Mensch Krone der Schöpfung wahrhaftig. Also bis zu den Menschen, man könnte auch sagen, dass auch schon also eine wunderbare, also eine besondere Stellung dieser Mensch hat, noch nicht Adam, aber der Mensch, seine Nerven sind ja vollkommen entwickelt, also eine der kompliziertesten und sehr tief entwickelten Nervensystem überhaupt in den Tierreich. Also kein anderer Geschöpf hat so ein Nervensystem wie des Menschen. Und schon bis dahin ist eigentlich die Krone der Schöpfung. Also ich sehe nichts anderes. Ich sehe, dass die ganze Himmel und Erde nach der sogenannten Big Bang und Urknall, also es sei, dass also alles entstanden ist, damit also der Mensch also zustande kommt. Ja, von der Materie, ja, von der Materie sind wir dann ausgegangen, bis aus dieser Materie, ja, entsteht also ein Mensch. Und dieser Mensch, also eine, wie man sieht, also ein vektorielles Verhalten in der Richtung von untersten Bereichen des Seins, also Materie als unterste sozusagen Zustand des Seins. Und wenn man von Sein spricht, wenn man von Sein spricht, von Seiende spricht, ja, sollte man immer also darüber sich im Klaren sein, dass Materie Bewusstsein hat. Materie weiß Bescheid über sich selber. Zumindest in der modernen Zeit haben wir ja auch vorhin besprochen, mindestens zwei Grundbeispiele aus der Quantenphysik. Ja? Einmal die das Problem der Dualismus. Ja, also nochmal, also Materie hat Bewusstsein.
Bewusstsein. Gut, wie sollen wir das einmal das verstehen? Die Frage, ne? Wie sollen wir das, woher wissen wir das? Woher kriegen wir das mit, also dass die Materie also ein Bewusstsein hat? Das heißt, Materie liefert uns Informationen über seine Umstände. Ja, die ganze Physik ist eigentlich das, ja, das wir also in den letzten 200 Jahren also, erreicht haben. Natürlich unter der Voraussetzung, falsche Voraussetzung, dass die Materie tot ist. Wir haben bis jetzt also tote Materie. Ja? Materie haben wir als tot betrachtet. Und das ist falsch. Materie ist nicht tot. Materie hat Sein. Es ist, Materie ist, das heißt, es ist ein Sein. Ein Sein, Seiende. Ding ist das. Dieses Ding, diese Materie hat auch ein Bewusstsein. Das heißt, er weiß über sich selbst Bescheid. Ja? Wenn wir also vor, sagen wir mal so, 100 Jahren Schwierigkeiten hatten, das zu beweisen, zu verstehen, ja, wenn wir also das Wort von Maulana Rumi vor allem zum Beispiel nicht wahrnehmen konnten, der vor 800 Jahren, ja, also 650 Jahren vor Einstein, ja, dieser Mann in seiner großartigen Buch Masnavi Ma'navi, ja, sagt also, er beschreibt sein Ich, das Ich des Menschen, das Ich, sagt also, dass dieser Ich ist ja einmal Jamad gewesen. Jamad ist nichts anderes als Materie, ja, Madde. Materie. Und diese Madde ist dann also Pflanze geworden. Und dann die Pflanze ist eigentlich Tiere geworden. Aus diesen Tieren ist also Mensch entstanden. Das sagt sogar Maulana Rumi. Und vollkommen zu Recht. Und Entdecker der Evolution par excellence ist ja nicht Darwin, ist Maulana Rumi. Und zwar auch, er ist auch nicht Entdecker. Weil es also immer gewesen ist. Nur es wurde nicht mehr wieder also in der Geschichte der Menschheit verdunkelt. Man verlor einfach den Anschluss dazu. Wie es auch im griechischen Antike. In der Antike, ja, dann kann man unheimliche, skeptische, philosophische Dinge, die verdunkelten eigentlich das Göttliche. Ja, das ursprünglich Göttliche. Und es wurde so eine Ignoranz des Zeitalters, dass man kaum wirklich also darin leben konnte. Ein Sokrates, ja, hat Bewegung gebracht, aber er wurde letztendlich also getötet, ermordet, ist ein Märtyrer. Ne? Und dann sein Schüler Platon hat also wiederum gekrempelt, bis also Aristoteles richtig also all diese verloren gegangene Werte oder verdunkelten Werte, nicht systematisch dagewesenen Gedankengänge hat systematisiert in Form von Logik, ja, damit also das Gehirn, das im Prozess des Denkens, ja, der Mensch also Grundlage hat, in welche Richtung er sich also bewegen soll, wenn er also möchte, dass er keinen Fehler macht, beziehungsweise weniger Fehler macht. Im Prozess des Denkens machen wir Fehler. Ja? Um diese Fehler zu beheben oder zu verringern, zu beseitigen sogar, wenn das möglich wäre, dann hat er also den Logik organisiert. Also das ist ja nicht seine, keine Entdeckung von Aristoteles, aber Aristoteles danken wir, dass er also die Gedankengänge also systematisiert hat und also uns hinterlassen hat. Und heute die Aussagelogik hat den Zug also genommen und also ganz großartige Sache geworden, dass in Sprachen und vielen anderen Bereichen ohne Logik kommt man überhaupt nicht und schon gar nicht. Also beim Algorithmus, das sind Computerwissenschaften. Also das ist also eine aristotelische Logik ist eine 0-1, Ja- oder Nein-Logik. Wenn wir, ja. Und das hat auch also Maulana Rumi, ja, Maulana Rumi, diese Entdeckung, ja,
von Materie bis zum Menschen hat er auch also wunderbar gesehen. Also konnte ich auf jeden Fall also als eine Bestätigung meiner Gedankengänge also auch immer erwähnen natürlich. Und er ist also 1207 gewesen bis 1203, ich glaube, gewesen. Bin ich aber nicht sicher, in der Dreh, also ungefähr. Da muss ich also, oh, Moment mal, da brauche ich also gar nicht verkehrt, also zu machen, 1207 und 1273. Ja, in der Zeit hat er also gelebt und das habe ich immer so auch verewigt, also in meine Buchstände rein, also sein Bild natürlich. Ein großartiger Satz von ihm, jetzt will ich also darüber nicht also erzählen, oder doch, sollte man also vielleicht erzählen, er sagt also, Ilm ra bar tan zani mari bovad, Ilm ra bar dil zani yari bovad. Wenn du die Wissenschaft also für deinen Körper machst, für das Ruhm und Reichtum dieser Welt machst, es ist, als du Schlangengift frisst, Schlangengift in deiner Seele injizierst. Und wenn du die Wissenschaft für das Herz machst, dass dein Herz, diese Organ der Erkenntnis, es hat mit diesem Fleisch auf der linken Seite nicht so ein Organ der Erkenntnis, wenn du aber Wissenschaft dafür machst, ja, dann wird diese Wissenschaft wie ein guter Freund in deinem Leben sein. Ja. Wenn man die Geschichte der allerlei Vernichtungswaffen der letzten 100 Jahre also studiert, dann wird man einem klar, also worum es lang geht. Aber naja, also wir haben Bewusstsein, Materie ist nicht tot, Materie hat Sein, Materie hat Bewusstsein. Das heißt, er ist über sich selbst bewusst. Und wenn wir also Beispiele also haben möchten, wo können wir diese Beispiele finden? Wir können diese Beispiele aus der Quantenphysik also herausfinden. Zum Beispiel in der Quantenphysik haben wir also im 19. Jahrhundert wurde aus klassischer Physik von Newton also wurde also entwickelt und fand man also letztendlich heraus, dass ganz interessante Phänomene also eine Rolle spielen im Masse eines bewegten Teilchen und seine Geschwindigkeit spielen eine Rolle und das gibt uns also als Momentum oder Impuls und dann hat man auch also herausgefunden, dass auch diese eine ganz große Rolle spielt, eine halbe von m Masse eines Teilchen, der sich bewegt, mal seine Geschwindigkeit hoch 2. Fand also, dass diese Ding da also kommt also in überall also in Formen also vor, wenn man also ein System beschreiben möchte, dann muss man also am besten also einen Namen geben und da hat man also immer also als kinetische Energie, E-Energie, Kinetik, kinetische Energie, bewegende Energie genannt. Und dann ist die Energie erst einmal also ein wichtiger Konzept geworden. Und dann, es war ja wichtig zu wissen, also welche Dinge in dieser Welt Energie tragen. Wir wollten ja, die Physiker wollten damals wissen, Menschen wollten wissen, also wie überhaupt die Sprache übertragen wird. Ja? Experimente haben gezeigt, dass wir also zwei Quellen von Übertragung von Energie haben. Ja? Einmal eine Masse sich bewegt von einem Punkt A, kommt zum Punkt B, ja, mit einer bestimmten Geschwindigkeit, erträgt Energie. Was war eine Energie? Diese kinetische Energie. Und eine andere
Körper, der von diesem Ebene Abstand genommen hat, ja, der hat auch also eine Energie. Ein Stein, das war also hier, ist ja bewegungslos. Aber sobald man ihn loslässt, dann fährt er runter, hat er also eine Energie. Was heißt Energie? Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu leisten. Das heißt, diese Energie kann Arbeit leisten. Ja, das nennt man also auch dann den potenzielle Energie, IP gleich M, Masse mal G, wegen die Erde, hat also eine Gravitation, ja, Beschleunigung, er beschleunigt einfach dieses Ding da, wenn er so runterfällt, mal H. H ist also dieser Abstand. Also wir haben dann zwei Formen von Energie grundsätzlich, also kinetische und potenzielle Energie, natürlich also eine Menge auch andere Energien gibt es, aber grundsätzlich lassen wir das einmal dabei. Und 19. Jahrhundert hat man also den Begriff Energie, sag ich mal, entwickeln müssen, um eine bestimmte Erscheinung in der Natur, also bestimmte Erscheinungen in der Natur zu beschreiben. Das hat dazu geführt, natürlich, um zu wissen, also welche Dinge übertragen also Energie in dieser Welt. Ja, was sind die Quelle der Energieübertragung? Ja, dann ist man also dazu gekommen, dass wir zwei Arten von Energieübertragung grundsätzlich haben. Energie, ja, als wird übertragen durch die Wellen, ja, und dann durch die Teilchen selbst, materielle, ja, Teilchen. Teilchen, materielle Dinge, also Körper, Entschuldigung, nicht Teilchen, also einfach Körper. Ja? Körper können Energie tragen. Ein Auto, der fährt, also ein Zug, der fährt, ja, hat also eine kinetische Energie. Und Wellen können auch Energie sein. Wenn man also die Wellen beobachtet, ja, diese Leute, die also zufrieden auf die Wellen, ja, da sieht man, was für eine Geschwindigkeit diese Welle, ja, verursacht in seinem, auf seiner Oberfläche. Ja. Was für eine Geschwindigkeit kann man also da. Also zwei Quellen von Energieübertragung gibt es, als Körper und dann Wellen. Man hat also letztlich verstanden, dass Licht zum Beispiel elektromagnetische Wellen ist. Licht, ja, ist nichts anderes also als elektromagnetische Wellen. Das, was wir hier sehen, Licht ist einfach elektromagnetische Wellen. Und dann, wie gesagt, Körper kann auch also Energie übertragen. Die Frage war dann im 20. Jahrhundert letztlich, also in Bezug auf Verstehen der Phänomene, die in Physik aufgetaucht waren, wollte man also versuchen zu verstehen, zum Beispiel also Spektrum eines Lichtes. Ja, im Spektrum des Lichtes wollte man herausfinden, woher kommen diese Linien. Ja, schwarze, wenig schwarze und andere Linien im Spektrum. Warum Spektrum des Sonnenlichtes ist ja nicht ein kontinuierlich. Manche Bereiche, Frequenzen sind verschwunden. Ja? Und man konnte auch also in der, im Labor also umgekehrt also auch verursachen, dass man also überall dunkel ist, nur eine bestimmte Frequenzen des Lichtes also ausgestrahlt werden. Also auf die Antwort solcher Fragen ist der Mensch also zum Quantenphysik gestoßen. Und letztlich im Feld der Quantenphysik, Überraschung dieses Quantenphysik ist vor allem das gewesen, dass zum Beispiel, also wenn wir also unseren Körper so klein machen, ganz, ganz klein,
wie ein Elektron zum Beispiel. Wir haben also eine Elektronenpistole und schießen wir mit dieser Elektronenpistole auf einem, sozusagen auf einer Spalt, Doppelspalt zum Beispiel, ja, auf einen Spalt, erst einmal auf einen Spalt, dann sehen